Wir alle kennen Minecraft Skyblock, diese kleine Insel mit nur einem einzigen Baum, alleine irgendwo im Himmel. Aber wisst ihr, was noch krasser ist als eine Insel, die im Himmel fliegt? Ein einziger Block, der im Himmel fliegt. Genau das ist OneBlock. Du startest mit nichts anderem als diesem Grasblock und musst wie in Skyblock alles aus dem Nichts aufbauen. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Das Ziel ist es wie immer, den Enderdrachen zu besiegen. Ihr seht hier in diesem Video meine ersten 10 Tage auf dieser Map. Viel Spaß und falls ihr mir noch nicht folgt, lasst gerne ein Abo da. Wie angesprochen, bin ich direkt auf diesem einzelnen Grasblock gespawnt. Dieser regeneriert, deshalb habe ich ihn so lange abgebaut, bis das erste Holz kam. Ein paar Blöcke später ist dann diese Kiste mit Saplings und Weizensamen gespawnt. Da Saplings sehr wichtig sind, um in der Zukunft unendlich Holz produzieren zu können, habe ich mir direkt eine Werkbank und Slabs gecraftet. So konnte ich den Baum ein paar Blöcke weg vom Spawnblock platzieren. Von dem restlichen Holz habe ich mir dann eine kleine Plattform mit einer Kiste und meiner Werkbank gebaut. Falls ich in diesem Projekt sterbe, ist mein Stuff für immer weg, also ist es wichtig, die seltenen Sachen sicher in einer Truhe aufzubewahren. Beim Abbauen ist auf einmal dieses Schwein gespawnt. Ich wollte es eigentlich erstmal in Ruhe lassen, aber es ist einfach zwischen mich und dem Block gelaufen. Tut mir wirklich leid, ich hoffe, es ist jetzt nicht sauer auf mich. Kisten sind am Anfang wirklich extrem wichtig, da sie dir Items geben, die du sonst nicht bekommst. So habe ich unter anderem etwas Weizen, Saplings und meinen ersten Wassereimer bekommen. Dadurch konnte ich unter meine Insel schwimmen und einen Slab unter dem magischen Block platzieren. So können Blöcke wie Sand oder Kies nicht mehr runterfallen. Den Eimer habe ich natürlich direkt wieder in die Kiste gelegt. Er ist aktuell sehr wichtig und ich darf ihn unter keinen Umständen verlieren. Die Kiste mit den Herzpartikeln symbolisiert übrigens das Ende einer Phase. Es gibt insgesamt 10 mit jeweils unterschiedlichen Themen und Blöcken. In der Kiste habe ich Holz, Saplings und Fackeln gefunden. Die Fackeln habe ich direkt neben meinen Sapling platziert, damit dieser auch in der Nacht wachsen kann. Wir haben keine Zeit zum Ausruhen, hier wird 24/7 gearbeitet. Die nächste Phase war die Plains-Phase. Das bedeutet, wir bekommen hier eine Menge Holz, Erde und alles, was man im Plains-Biom so findet. Da das Holz durch den Block allerdings sehr wahrscheinlich nicht reichen wird, habe ich mir meine Baumplattform erweitert. Und auf einmal ist noch ein Schwein gespawnt. Da ich Angst habe, dass die beiden runterfallen könnten, habe ich ihnen ein kleines provisorisches Gehege gebaut. Wenn man das Gehege nennen kann, es ist eher ein Haufen Holz. Aber für meine Schweine reicht es, wir sind hier nicht zum Spaß haben, das ist kein 5-Sterne-Hotel. Als nächstes habe ich dann von meinem Block ein paar Melonen bekommen. Da man aus einer Melone mehrere Kerne bekommt, bedeutet das, dass ich ab jetzt unendlich Essen habe. Also habe ich genau das gemacht und erstmal angefangen, ein kleines Feld zu bauen. Ich hatte dafür aber noch zu wenig Holz. Statt Holz gab mir der magische Block allerdings nur eine Kuh. Das ist wie wenn man selber ein Baby hat. Sehr praktisch für die Zukunft, aber aktuell eher nervig. Also ab mit dir zu den Schweinen. Durch Kisten bekam ich mit der Zeit immer mehr Saplings. Langsam bekomme ich die Holzprobleme in den Griff. Welches Problem ich allerdings nicht in den Griff bekomme, ist das mit den Tieren. Es spawnen viel zu viele Mobs für meine kleine Insel. Damit diese nicht runterfallen, musste ich das neu gespawnte Schaf und ein Huhn mit in das Schweinegehege locken. Aber es ist jetzt eher ein Gehege für alles. Hier ist ordentlich was los. Nach ein bisschen Zeit habe ich dann mein erstes Birkenholz bekommen und es benutzt, um ein Feld zu Ende zu bauen. Jetzt muss ich nur noch etwas warten und dann habe ich unendlich Melonen und Weizen für meine Tiere. In der Zeit ist auch mein erster Baum gewachsen, welchen ich natürlich direkt gefällt habe. Mit den gedroppten Saplings konnte ich dann wie so oft meine Baumfarm erweitern. Der Anfang ist immer ein wenig eintönig, es geht erstmal darum, genug Ressourcen ranzubekommen. Und die nervigen Mobs, die ganze Zeit spawnen, irgendwo in Sicherheit zu bringen. Das gilt übrigens auch für diese zwei Hühner. Da das Gehege langsam zu klein für alle meine Tiere wird, brauche ich Gras, um ihnen mehr Platz zum Leben bieten zu können. Hier habt ihr eine kleine Timelapse, wie ich darauf warte, dass das Gras wächst. Zumindest so lange, bis ich kapiert habe, dass Gras Licht zum Wachsen braucht. Und ich dafür auf den nächsten Tag warten muss. Also habe ich eine riesige Erdplattform gebaut, meine Bäume gefällt und mein Feld verbessert. Da ich dafür allerdings so inkompetent war, bin ich runtergefallen. Nachdem ich kurz im Pausemenü überlegt habe, was ich dagegen machen kann, habe ich mein Schicksal akzeptiert und bin ins Void gefallen. Immerhin habe ich eine Holzschaufel von der Map geschenkt bekommen. Diese habe ich natürlich direkt genutzt, um Blöcke zu farmen und mit diesen meine Baumfarm zu erweitern. Da ich immer noch warten muss, bis mein Gras wächst, nein, nicht das, was ihr denkt, ich rede vom Grasblock in Minecraft, habe ich ein paar Eier von meinen Hühnern geholt und Gravel zu Feuerstein verarbeitet. Als es dann endlich Tag wurde, ist auch direkt meine Wiese und ein Baum gewachsen. Jetzt kann ich endlich wieder Blöcke farmen. Zumindest war das mein Plan, wären da nicht diese zwei nervigen Schafe gespawnt. Zum Glück war auch mein Weizen gewachsen, also konnte ich sie recht einfach in ein neues Gehege bringen. Direkt daneben habe ich dann außerdem neue Hühner untergebracht. Ich habe dann bis zur Kiste mit den Herzpartikeln gefarmt und schließlich auch die anderen Tiere freigelassen und in ein neues Gehege gebracht. Das eine Schwein ist sogar freiwillig reingerannt, das konnte es kaum erwarten, sein neues Zuhause zu sehen. Das alte hässliche Gehege habe ich dann natürlich abgerissen. Bevor ich die Kiste loote und in eine neue Phase gehe, habe ich mir dann erstmal ein paar Holztools gecraftet. Man weiß nie, was einen in der Zukunft erwartet. In der Kiste waren ein paar nützliche Dinge, unter anderem auch mein erster Birkensapling. Dann ging es los in Phase 2. Diese hieß The Underground.
Das bedeutet, dass ich hier wahrscheinlich Stein und vielleicht sogar Erze finden werde. Und Stein bedeutet für mich Licht, was extrem wichtig ist, um in der Nacht arbeiten zu können. Ich habe mir also einen Ofen gemacht, mein Holz zu Kohle gebrannt und mir so meine ersten Fackeln gemacht. Mir ist außerdem aufgefallen, dass ich zum Ende der letzten Phase einen Grasblock als Item bekommen habe. Diesen habe ich direkt neben meinem Schafsgehege platziert. Mein Holz zu Kohle zu brennen war übrigens extrem unnötig, da ich wenige Blöcke später sowieso Kohle bekommen habe. Und sogar Eisen, was für mich wirklich extrem wichtig war. Ich konnte mir jetzt also mit den gebratenen Eisen eine Schere machen. Damit habe ich meinen Schafen ihre Wolle geklaut und mein erstes Bett gecraftet. Jetzt kann ich endlich die Nächte überspringen und muss keine Angst mehr haben, dass möglicherweise Phantome spawnen. Außerdem kam auf einmal eine Pilzkuh auf meine Insel, die ich natürlich auch direkt eingesperrt habe. Mit einer Schüssel kann ich mir jetzt immer unendlich Suppe holen. Durch diesen Spruce Sapling, den ich in einer Kiste gefunden habe, habe ich jetzt 3 verschiedene Baumarten. Ich will unbedingt alle haben, die es im Spiel gibt. Mal schauen, ob das funktioniert. In der Nacht habe ich dann das erste Mal geschlafen. Das ist wirklich sehr praktisch, um Nächte zu überspringen. Ich wusste nicht, dass der Block auch Monster spawnen kann. Ich habe mich also extrem erschrocken, als auf einmal diese 2 Kollegen vor mir standen. Zum Glück bin ich ein echter PvP-Gott. Ich konnte sie also easy töten. Nach noch einem weiteren Zombie-Angriff habe ich dann mein erstes eigenes Weizen genutzt, um meine Kühe zu vermehren. Langsam fühle ich mich hier wirklich wie in einem Zoo. Vor allem, wenn immer mehr Tiere spawnen, wie zum Beispiel diese Hasen. Um besser an meine Tiere zu kommen, wollte ich ein paar Zauntore craften und habe stattdessen aus Versehen all mein Holz in Zäunen verarbeitet. Warum bin ich nur so verwirrt? Bei einem Spaziergang durch den Wald hörte ich plötzlich ein leichtes Schreien. Scheinbar ist ein Hase erstickt. Das hier ist alles, was noch von ihm übrig geblieben ist. Rest in peace, Sir Hase. Beim Abbauen kam dann plötzlich diese komische Kiste. Sieht aus, als wäre die vergammelt. Sie hatte aber besseren Loot, als ich dachte. Diese Karotte ist sehr hilfreich. Vor allem, wenn ich meine Schweine vermehren will. Ich habe dann meine Hühnchen mit ihren eigenen Eiern abgeworfen und eine Spinne mit einem Schwert geschlagen. Das sind wirklich Sätze, die kann man nur in Minecraft sagen. Plötzlich sind beim Abbauen immer mehr Monster gespawnt. Der eine Zombie hat mir sogar einen Lederhut gedroppt. Das sieht doch wirklich extrem wild aus. Ich habe den maximalen Drip. Nach langem Farmen kam ich dann auch in dieser Phase bei der Herzkiste an. Dort drin fand ich eine leere Karte, die ich sofort benutzte. So sieht meine Insel also von oben aus. Das fand ich so cool, dass ich sie an einen Mast neben meinen Ställen gehängt habe. Ich habe leider für die nächsten paar Minuten vergessen aufzunehmen. Ich werde euch aber trotzdem so gut es geht zusammenfassen, was passiert ist. Ich hoffe, ihr versteht das Ganze. Die nächste Phase war die Tundra. Dort habe ich am Anfang besonders viel Schnee, Eis, Fichtenholz und auch Kohle und Eisen gefunden. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich die Aufnahme vergessen habe, denn es ist ein Hund gespawnt. Dieser war allerdings direkt aggressiv und hat meine Schafe angegriffen. Ich konnte ihn zum Glück noch töten, bevor er alle meine Tiere getötet hat. Nur 2 von ihnen haben überlebt. In einem Kampf mit 2 Schneeskeletten hat mir dann einer der beiden diesen Eisenhelm gedroppt. Dann habe ich bemerkt, dass ich nicht aufnehme und jetzt geht's wieder normal weiter. Ich habe das Eisen aus dieser und der letzten Phase gebraten und mir ein Schild, ein Schwert und eine Brustplatte gecraftet. Die Schneeskelette droppen übrigens Knochen. Beim nächsten Mal kann ich mir dann endlich einen Hund zähmen. Dann ist dieser Schneefuchs gespawnt. Ich fand ihn am Anfang extrem süß, weil er sich unter meinen Bäumen hingelegt hat. Um ihn in einen Käfig zu locken, habe ich ihm Eier hingeworfen. Dabei sind einfach 4 Hühner aus einem Ei geschlüpft. Ich hoffe, jemand zeigt das Basti GHG. Mein Plan ging allerdings vollkommen nach hinten los. Der Schneefuchs kann nämlich einfach mal entspannte 5 Blöcke hochspringen und hat direkt angefangen, alle meine Hühner zu töten. Zum Glück habe ich das noch rechtzeitig bemerkt und konnte dazwischen gehen. Der Fuchs ist am Ende übrigens ins Void gefallen. Das muss Karma sein. Zu Beginn des 8. Tages habe ich diese Kiste mit Blue Eyes bekommen. Ich habe mich zuerst gefreut, aber nach ein paar Minuten gecheckt, dass man Blue Eyes nicht zu Wasser machen kann. Der nächste Fuchs, der gespawnt ist, hat nicht lange überlebt. Ich habe ihn direkt getötet. Ich will da kein Risiko eingehen. Dieser Eisbär dagegen war direkt nett zu mir. Also habe ich ihn in ein kleines Gehege neben den anderen Tieren gesteckt. Echte Pros lassen Skelette gegeneinander kämpfen und stauben dann einfach eiskalt ab. Damit mein Block ein wenig schöner aussieht, habe ich 4 kleine Säulen um ihn platziert. Ist zwar nicht das krasseste, aber macht wenigstens einen kleinen Unterschied. Dann ist endlich mal wieder ein Hund gespawnt und nachdem ich ihm 7 Knochen gegeben habe, hat es endlich geklappt. Er heißt Lucky. Warum Lucky, fragt ihr euch? Keine Ahnung, ist mir so spontan eingefallen. Beim Blöcke abbauen sah ich dann diese Meldung im Chat und wenige Momente später sind 4 krasse Monster gespawnt. Ich konnte sie besiegen und habe einem sogar seine Lederhose geklaut. Am nächsten Tag habe ich dann mein restliches Eisen geschmolzen und mir daraus Schuhe und eine Hose gemacht. Außerdem ist ein zweiter Hund gespawnt. Dieser ließ sich schon nach 2 Knochen zähmen. Da der erste Lucky heißt, nenne ich diesen Hund natürlich Unlucky. Kreative Namen ausdenken kann ich gut. Falls das neue Traumpaar mal Lust auf Fleisch hat, habe ich meine Tiere vermehrt. Ich will nur das Beste für meine Hunde. Damit ich nicht mehr alleine schlafen muss, habe ich eine kleine Hundehütte neben mein Bett gebaut. Lucky und Unlucky fühlen sich direkt wohl. Am letzten Tag der Folge habe ich ein paar Skelette besiegt und bis zur Herzkiste Blöcke abgebaut.
gebaut. Dort drin fand ich einen Eisblock. Das war extrem wichtig, so habe ich in Zukunft unendlich Wasser. Ihr fragt euch, wie das gehen soll? Ich habe den Eisblock neben ein paar Fackeln gestellt. Nach kurzer Zeit ist dieser auch direkt geschmolzen und wurde zu Wasser. In meinem Feld habe ich dann eine unendliche Wasserquelle gemacht. Jetzt kann ich mehr Felder anbauen und später sogar angeln. Das war's mit den ersten 10 Tagen. Hier ein kleiner Vergleich. So sah die Insel am Anfang aus und so sieht sie jetzt aus. Ich finde, für 10 Minecraft-Tage ist das ein wirklich krasser Fortschritt. Diese Folge zu machen hat über 6 Stunden gedauert, also würde ich mich sehr über ein Like und ein Kommentar freuen. Die nächste Folge kommt übrigens nächste Woche, also abonniert meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Ich bin Gustav und ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.